Hey, hey, heute wieder kurzes Video auf der Erde. Wir holen den Höllenfeuer-Flammenwerfer auf der Erde der Saat. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht einfach eine Kampagne, in der ihr Yaisha, Lossom und Nerut schon fertig gespielt habt, also die Bosse da getötet habt. Dann bekommt ihr die Erde der Saat freigeschaltet. Ihr teleportiert euch dort zum ersten Checkpoint ins Unland der Asche. Und dann holt ihr euch ganz einfach den kleinen Höllenfeuer-Flammenwerfer. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Schauen wir uns den zuerst mal an. Das haben wir hier einfach nur eine Sekundärwaffe, Flammenwerfer. Im ersten Teil konnte man, glaube ich, die SMG-Funktion davon noch mit benutzen. Na gut, könnt ihr halt den ganzen Yaisha-Kram drauf machen, der euch erhöhten Feuerschaden gibt. Ihr habt den ganz normalen Flammenwerfer, wie man das halt erwartet. Die Mod kann man nicht tauschen, ist ein großer Sprengapparat. Da könnt ihr dann auch die Mods sind es nicht. Das Amulett und den Ring. Au, der hat mich angeschossen. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Dude. Wir drehen hier ein Video und du schießt mir in den Wanst. Das ist doch keine Sicherheit hier am Schießstand, Mann. Ich wollte sagen, dass ihr dann auch für die Modfähigkeit den Anhänger und den Ring aus Nerut benutzen könnt, die mehr Sprengschaden geben. Okay, holen wir uns das Ding, was? So schwer ist es nicht. Ihr müsst einfach nur kurz auf die Saaterde gehen und fertig ist. Da sind wir auch schon. Selber Checkpoint wie letztes Mal für die Pirscherrüstung. Unland der Asche auf der Erde der Saat. Das hätten wir eigentlich letztes Mal schon mitnehmen können. Kann man nichts machen. Jetzt kriegt ihr halt ein extra Video. Ihr geht wieder einfach so hier runter. Und heute müssen wir nicht mehr auf allzu viele Dinge schießen. Ich bin ziemlich sicher, dass dieses Spitfire SMG, das war ein Boss-Reward, glaube ich, gewesen in Remnant 1. Und es hatte einen ganz normalen SMG-Part und der Flammenwerfer war die Mod da drauf gewesen. Hier ist es diesmal einfach ein fertiger Flammenwerfer. Also ihr kommt hier runter, ihr geht hier nach rechts, ein paar Gegner spawnen, die könnt ihr aber theoretisch mehr oder weniger ignorieren. So, ihr wollt hier hoch. Letztes Mal sind wir nach links gegangen. Diesmal wollen wir hier rüber. Was für eine ganze Menge Viecher. Wie der Alien-Scanner hier. Geht weg. Ihr macht nur das Video unnötig lang. Kommen die da aus der Mitte rausgehüpft? Der Volvo. Okay, dann hier weiter hoch. Wenn wir das Problem gelöst haben. Ihr könnt ihn von hier aus schon sehen. Dann hat sich die Sache nämlich schnell erklärt. Da liegt er in dem Loch. Einmal hier oben durch, dann hier oben rund. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier oben auch schon mal gestanden habe und einfach nur nicht runtergesprungen bin. So, dann springt ihr von hier aus auf den LKW, macht eine schicke Rolle, springt vom LKW runter, plopp. Und da liegt er, Höllenfeuer-Flammenwerfer. Ziemlich sicher, dass das das Spitfire SMG aus dem ersten Teil ist. Ziemlich sicher. Ja, doch, auf jeden Fall. Na gut. Dann, was gibt's großartig zu sagen? Ihr braucht die Erde der Saat, bedeutet, ihr müsst alle anderen drei Missionen in der Story fertig gespielt haben. Dann kommt ihr hier ins Unland der Asche, erster Checkpoint, geht hier runter nach rechts, lauft nach da oben rum, springt auf den LKW, nehmt den Flammenwerfer mit und lauft ganz schnell zurück nach Hause, damit euch dieses komische Fieder nicht zerreißt. Das war's dann auch schon für heute. Danke fürs Zuschauen. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Und das nächste Video wird ein bisschen länger, aber nicht unbedingt komplizierter. Ciao, ciao.